So, moin Leute, weiter geht's mal mit Let's Play League of Legends. In mein Team Xin Zhao, Lux, Shaco, LeBlanc und Ryan noch mehr. Im gegnerischen Team Poppy, Gangplank, Morgana, Lux und Ryan noch mehr. Ich spiele als LeBlanc. Ich und Party08 waren Premade. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das Spiel war. Aber es war, glaube ich, ganz gut. Zu LeBlanc. Oh, die Morgana lebt richtig lange. LeBlanc ist im Moment einer meiner Mains. Die spiele ich ziemlich oft und ich mag sie auch. Sie macht richtig geil Damage. Geht auch richtig ab. Vor allem in der Mitte geht sie richtig ab. Aber ich glaube, ich habe jetzt sogar auf Lane gespielt, weil die Lux in die Mitte wollte. Aber ich... Ja, doch, ich glaube schon. So. Mal schauen. Zu den Skills komme ich gleich. Ich glaube, wir beide gehen nach Bot. Ja. Wer ist Carmen? Oh mein Gott, was schreien die denn da? Das ist schon etwas älter als Replay, aber noch nicht zu alt. Egal, kommen wir mal zu den Skills. Meine Passive, die ist ganz cool. Das ist nämlich Spiegelbild. Willkommen in der Kluft Wenn der meine Beschwörer. Lebenspunkte unter 40% fallen, werde ich 0,5 Sekunden getarnt. Und danach erschaffe ich ein Double, das 8 Sekunden lang bestehen bleibt, aber kein Damage macht. Das heißt, ich habe ein Double, das genauso aussieht wie ich. Das macht keinen Schaden. Und ja, das ist ziemlich cool, wenn man mal in einer brenzligen Situation ist oder so, kann einem helfen. Der cool, dass der Skill, den ich als erstes durchskille. Ich glaube, in dem Video habe ich es gemacht. Ich hoffe, dass ich es gemacht habe. Er macht auf jeden Fall. Also setzt auf den Gegner eine Kugel und das macht halt Schaden und das Ziel wird 3,5 Sekunden lang markiert und wenn das Ziel danach nochmal mit einer anderen Fähigkeit, mit meinem W oder E mit einer oder mit der Ulti Schaden erleidet, wird das Ziel 2 Sekunden lang verstummt. Also man kann so verstummen lassen, aber man muss halt erstmal einen anderen Skill drauf machen. Die Vasallen sind erschienen. Der W, das ist also, da habe ich halt, sich gleich umquer, ist halt so ein Kreis. Da kann ich entscheiden, ich kann so in den Kreis rumspringen. Wenn ich hier springe, stehe, könnte ich nach da springen. Ach, was mir gerade noch einfällt, ne? Ich wollte mal das Audio etwas leiser machen. Bei dem letzten Replay war das so laut. Das hat mich etwas genervt. Auf jeden Fall springe ich dahin. Wenn ich das nochmal aktiviere, springe ich wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Meine E sind Ketten, das ist ein Skillshot, den ich auf die Gegner schieße. Sozusagen Morganas Ulti, nur dass das auf einen geht. Wenn das Ziel halt 2 Sekunden an den Ketten dran bleibt, kriegst du nochmal Schaden und wird gestunt. Und die Ulti ist eigentlich, naja, eigentlich, naja, keine Ahnung, das macht halt den Skill, den ich vorher eingesetzt habe, zum Beispiel den Q, das seht ihr hier, dieses Symbol hier oben drauf. Das macht den Skill nur stärker. Auf Stufe 1 ist das noch 10% stärker, auf Stufe 3 wird es aber 40% stärker und das haut dann schon ganz schön rein. Ich starte auch mit einem Dorans Ring für Mana-Regeneration. Und ja, wir haben hier unten Lux und Rhino mehr und wir haben LeBlanc und Rhino mehr. Als zweites skill ich dann den E, weil, ach hier den wir, ist halt ein Skillshot. Ich auf den Gegner schieße, dann vielleicht den, also der erste getroffene Ziel wird dann halt markiert und wenn das in der Range drinne bleibt, wird es dann nach 2 Sekunden gestunt. So, Entschuldigung nochmal hier. Ja, erstmal hier schön last hitten. Ich und der Trimer waren pre-made. Ich habe ihn, glaube ich, da so ein bisschen last hits gelassen. Weil ich LeBlanc auf Lane finde, ich brauche nicht unbedingt last hits, brauche nur die Erfahrung, weil sie machen ohne last hits extrem viel Schaden. Meine Meinung, aber halt dann die Items, aber das kommt dann später. Später farmt LeBlanc ja eh gut. Aber am Anfang ist es noch nicht so wichtig, finde ich. Wenn man in der Mitte spielt, natürlich, da farmt man auch richtig gut mit LeBlanc. Das ist richtig nice in der Mitte, da nimmt man, also, ich sag, man nimmt jeden in der Mitte auseinander, das, so ist es nicht, aber man kann jeden auseinandernehmen, wenn man. Wenn man ist also LeBlanc ist eine, die kann richtig viel Schaden machen, aber man kann sie auch total falsch spielen. Ich hoffe mal, der Sound ist jetzt so gut.
Aber ich glaube schon. Ah, hier, wir haben hier irgendwo Fastback gemacht. Ich weiß jetzt mal gerade gar nicht wo. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier noch mal weiter mit Last Hitten. Ich habe jetzt 2. Der 2 nur mehr hat jetzt 17. Das wird sich im Laufe des Spiels, glaube ich, auch noch ändern. Hoffe ich mal. Und wir attacken jetzt hier den Turm, der 2 noch mehr kommt. Haut mir auf den Crit rein. Hier seht ihr meine Ketten. Das hat ihn jetzt gestunt. Ziemlich cool. Eigentlich dieser Skill. Ist halt Morganas Ulti nur als Skillshot und nur für einen Gegner. Oh, jetzt habe ich einen Schluck auf. Scheiße. Naja. Ich wollte das noch aufnehmen, bevor ich schlafen gehe. So, schon etwas spät, ich bin etwas müde. Aber der Zweimal auf jeden Fall macht nicht wenig Schaden bei den Gegnern oder so. Ich habe gerade gesehen, der hat mir einen Crit reingehauen. 180, glaube ich, waren das. Also nicht schlecht. Aber jetzt spielt die FPS gerade etwas verrückt. Und habe ich den Kuh geskillt? Ja, ich habe den Kuh geskillt. Gut, sogar. Bloody Roof, oh mein Gott. Okay, ich will jetzt nichts dagegen sagen. Aber ich hau immer mal meinen Kuh, dieses Siegel des Verstummens, hau ich ab und zu mal auf die Gegner rauf. Ihr müsst auch aufpassen, dass ihr es nicht immer, wenn es so cool dann runter ist, raufhaut, weil dann ist euer Mana so schnell weg. Ihr müsst halt immer einsetzen und dann gucken, ja, wann ist die wieder ein. Also nicht immer gleich alles immer raushauen, auch ein bisschen mit so Strategie, taktisches Clown, ein taktisches Spiel. So, da habt ihr mal mein W gesehen. Da springe ich halt irgendwo hin, wenn ich den Donner nochmal aktiviere, dann springe ich wieder zurück. Ziemlich cool. Da habt ihr es gesehen, habe ich nochmal meinen Kurve die Lux drauf gehauen. Ich weiß nicht, ich sag irgendwie immer Lux oder manchmal Lachs, aber. Ich sag beides irgendwie immer, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Oh, hier sind doch schön viele Vasallen. Ich hoffe mal, kriege ich da von einen? Oh, eingekriegt. für LeBlanc. Weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. LeBlanc. Manchmal nicht LeBlanc, manchmal LeBlanc. Englische Aussprache. Aussprache. Oh mein Gott, Aussprache und so. Ja. Oh, das scheint mir Level 5. Das kommt, glaube ich, weil die Lachs in der Base war und dann der eine Solo-Lane lange Zeit hatte. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade sagen soll. Das ist gerade normales Laning. Jeder holt seine Last Hits, farmt ein bisschen. Nur nichts Spannendes. Aber, naja. Ein Gegner wurde getötet. Bossa. Oh, Doppeltötung, das war auch schön. Ein Verbündeter wurde getötet. Und da ist der Zinsau draufgegangen, aber egal. Lieber Doppeltötung. So, was passiert hier unten? Oh, ich sollte hier aber mal ehrlich ein bisschen Action passieren, wird ja langsam langweilig hier. So, ich bin jetzt auch mal rein. Meine Ketten raufgehauen. Jetzt, ich meine Ulti noch nicht, das ist schade. Twine war mir fast down und oh, da hat der noch den Kill gerichtet mit seinen Entzünden. Das war richtig gut. Hier haben wir den Kill in Twine mehr geholt. Das Gute, wenn er sein Ulti hat, macht man einfach Entzünden noch, weil das Ulti halt hält, glaube ich, 6 Sekunden. Entzünden, glaube ich, ein bisschen länger. Daneben, wenn der Ulti anmacht, ein kleines Momentchen später, kann man, glaube ich, dann Entzünden machen, weil dann killt den das. Wir gehen jetzt hier auch auf den Tower, die Lux, der Lachs. Macht er also die Kreis fahren, aber macht keinen Schaden wirklich an unseren Schweiner mehr. Und oh, der dreht sich da jetzt elegant weg wie eine kleine Fotze. Na, Spaß, keine Ahnung. ja. Ich habe jetzt auch meinen Ulti. Ihr seht das hier, das hat er immer das Symbol von dem Skill, der hier vorne ist, nur halt in Lila. Macht halt 10% mehr Schaden. Oh, wie sieht schon, wie viel Damage man macht. Da hat der, wollte er mich schützen. Da seht ihr auch meine Passive, mein Trugbild. Ist halt jetzt blau, aber für die Gegner sieht das gleich aus, das gleiche Farbe wie hier. Das ist halt nur so, damit die Teammates das erkennen, aber das wissen wahrscheinlich auch alle. Oh, jetzt habe ich den Kackkreis hier. So. Twine haben wir immer noch Level 5. Was ist denn da los? Der war auch letztes Mal noch Level 5. Lang her, das Level 5, ne?
könnte vielleicht mal eine Blatt kriegen, oder? Naja, obwohl, dann hat er seine Ulti, aber... Naja. Ah, der wurde ja jetzt zum Glück auch genervt, seine Heilen. Aber das hat der auch verdient, genervt zu werden. Mein Mana-Regeneration ist ziemlich gut, mein Mana spielt da fast voll. Man darf halt nicht mehr den Skill übertreiben, weil die kosten dann doch Geld, weil... Es ist halt geil, eine Kombi zu machen, wenn man den W macht, Q, ach, W, I. Also hinspringen, dann die Ketten zum Stun, dann halt das Segel verstumpft, dann mit der Ulti zusammen. Macht richtig Damage, oh, und die Lux macht auch ziemlich Damage mit seiner Ulti. Mit ihrer Ulti. Also das war echt ganz gut. Gehe ich jetzt back? Ich weiß nicht. Ja, ich gehe back, dann schaue ich mal hier weiter zu, was der hier so treibt. Aber die bekriegen sich hier, weil ich hier die Leben finde. Das ist ein bisschen doof. Oh ja, scheint aber was zu verkacken, weil die hier zu zweit sind. Ich hoffe mal, er kommt weg. Ein Gegner wurde getötet. Ja, kommt weg. Gut so. Okay, tut mir leid, aber ich bin gerade etwas müde, ein bisschen gehen und so. Boah, kacke, was soll denn los, ey? Ich freue mich so, oh geil, Wochenende, was ist, ich bin total müde. Ah, da komme ich auch wieder. Hab mir jetzt die Magie-Durchdringungsboots gemacht, um halt mehr Schaden zu machen. Halt eigentlich normal führen, Magier. Und ja, der Twiner geht jetzt auch back. Ich bin da nochmal richtig schön in Lachsbombe reingerannt. Wie es sich gehört. Das war jetzt... Oh, jetzt haben die Heal geused. Schade, schade. Die Lachs hat auch schöne Mana-Probleme, aber die spammt doch... Also, die Kugel von denen, die kämpfen ganz oft, das habe ich schon mitgekriegt, aber... Da seht ihr, da kommt schon wieder einfach nur Minions anzuhitten, also ich weiß nicht, was das bewirken soll. Sollte man, glaube ich, eher nicht spielen, alles immer raushauen gleich. Aber hier kommen die jetzt und wollen den Tower machen. Ich weiche elegant der Ulti von Lux aus. Gehen jetzt auch hier auf mich rauf, aber naja, okay, ich habe meinen Ketten daneben gehauen. Und tank auch die Minions, also die machen, also die Vasallen machen schon ganz schön viel Schaden. Der Trine war mehr, kommt auch wieder. Ich hole hier meine Ketten rein. Treffe jemanden, ich sehe, da ist jemand im Gebüsch und auch hier mache ich jetzt meinen W und mein Q, meine Ulti und da ist die Q. Das ist richtig geil mit dem Q. Der Trine war mehr, hat jetzt sein Ulti an. Ich hau da jetzt mein Q nochmal hinterher und hat dann Doppel-Kill.